Moin Moin und herzlich willkommen zu den Siedlern im LS22. Wir sind immer noch dabei, in der ersten Kampagne die Gegner zu besiegen. Ja, hier wird immer noch fleißig gekämpft. Wir klauen auch immer noch weiterhin Kohle. Aber als erstes müssen mal die Steinbrecher. Wo habe ich den denn platziert? Irgendwo hier hatte ich einen Steinbrecher. Da! Da fehlen noch zwei Steine. Die müssen noch geliefert werden, damit der Steinbrecher dann auch fertig wird. Der hier oben wird gerade erst gebaut. Der ist aber auch gleich fertig. Wie viele Leute haben wir denn noch? Wir haben noch ein Wohnhaus. Ja, wäre nicht schlecht. Aber momentan ist sowieso so vieles im Bau, dass das erstmal erledigt werden muss. Genau, ein großer Tempel, da fehlen auch wieder Steine für. Aber mit den drei Steinbrechern, also Steinbruchhütten, werden wir dann auch schnell Steine bekommen. Jetzt sind wieder drei fertig. Schicken wir auch mal hier hoch. Bisschen Kohle klauen, ne? Schicken wir den Dietmar da oben hoch. Die Goldschmelze brauchen. Wir brauchen dringend mehr Steine. Dringendst. Dringendst, genau. Der ist auch fertig. Das ist von der Bahn der Axt. Wenn ich den nach oben. Ist das auch? Das Weingut. Genau, dann werden die ersten Reben auch schon reif. Das passt also auch. Du hast ja da ungefähr dein Gebiet, ne? Nein. Umsetzen wollte ich das jetzt nicht. So, machst du mal da. Und du hast ja dich gedrängt. Dann machst du mal da dein Weingebiet hin. Dann ist das nicht so dicht gedrängt. Da die beiden Steinbrocken fertig sind, die wir ja schon bauen wollten, werden jetzt auch überall die Materialien überall anders transportiert. So wie auch die Steine etc. und auch alles andere weitergebaut. So, wie zum Beispiel auch der Tempel. Da fehlen noch zwei Steine. Die werden gerade geliefert. Der auch zu Ende gebaut werden. Und du willst mir jetzt meinen Dieb klauen, oder was? Aha. Komm her, du wirst gleich mit Pfeilen geschossen. Ja, ja. Kannst ja aussuchen. So. Braucht nämlich mehr Kohle. Dann fahren wir mal ein bisschen Soldat weg, ist und dann klauen wir noch ein bisschen Kohle, ne? Die Fischerhütte braucht auch noch Steine. Hier sind wieder vier Schwertkämpfer fertig. Schicken wir auch mal nach da oben hin. Und eins ist sogar den ersten Wein. Ja, die nächste Frage. Wir können ja einfach mal mit den paar Leuten hier oben den Turm von den Gegnern angreifen. Mal gucken, ob er da auch noch Leute drin hat. Oder Leute platziert hat. Um den Turm herum. Kriegen wir auch gleich ein bisschen mehr Wald mit. Auf mal dahin. Können wieder ein paar mehr Bäume fällen. Die von hier oben ab. Ja, hat er schon. Das heißt, die werden uns gleich entgegenkommen. Ja, da findet ein Kampf statt. Jetzt haben wir auch ein paar mehr Steine.
unten finde ich schon wieder keine Bäume mehr. Das ist schlecht. Hier sind aber noch ein paar. Die kannst du auch alle fällen. Gehen wir doch einfach mal in den nächsten Turm ein, damit wir das Kapitel auch relativ schnell abgeschlossen haben. Das ist auch wieder jede Menge Bäume zum Fällen. Da sind jetzt auch Diebe unterwegs. Der nächste Turm eingenommen. Hier haben sie sich versteckt, die gegnerischen Soldaten. So, jetzt haben sie keine Soldaten mehr, kein gar nichts mehr. Genau, und die Leute schimpfen schon alle von den Gegnern. Hier können wir jetzt mal auch den letzten Turm gleich einnehmen. Das ist das Kapitel. Die letzten beiden Türme. Dann ist das Kapitel nämlich auch beendet. Und wir können die nächste Kampagne starten. Dann können wir die eigentlich zu einem anderen Turm schicken. Umso schneller geht's. Dann können sie nicht mal die loszuschicken, aber können wir trotzdem. Die Leute motzen jetzt nämlich, weil sie keine Bodenhäuser mehr haben. Von den Gegnern. Finden die nämlich nicht so toll. Und da das jetzt unser Gebiet ist, haben natürlich auch die Gegner, unsere Leute, alle wieder in ihr Gebiet. Weil sie sich sonst in Luft auflösen würden. So wie jetzt. Kann ich euch jetzt mal zeigen. Jetzt werden die Leute sich nämlich alle nach und nach in Luft auflösen. Sie kein Gebiet mehr haben. Und sie werden jetzt natürlich das Baumaterial und alles mitnehmen. Und fängt's an. Eigentlich geht das relativ schnell. Jetzt eher nicht so. Früher ging es relativ schnell. Ja, auf jeden Fall suchen die blauen Leute jetzt ein Stückchen Land, was noch den Blauen gehört. Was sie aber nicht finden werden. Jetzt fängt das große Verschwinden an. Kann man wunderbar sehen. Meine Leute fallen das Baumaterial. Und wir beenden mal diese Kampagne und starten dann gleich die nächste. Beenden wir das mal. Wir hatten die Insel erobert. Wir hatten den Feind vertrieben. Und dann hat sich der gierige römische Wolf über der Beute selbst zerfleischt. Ich hätte meinem Gefühl trauen sollen, das mich vor Remigius warnte. Doch ich brauchte ihn. Er war mein bester General. Ich habe eine Schlange an meiner Brust genährt. Einen Bürgerkrieg später stehe ich vor den Trümmern meines Reiches und kann wieder von vorne anfangen. Remigius ist mit seiner Bande auf eine Insel im Norden geflohen und hat ein Bündnis mit einer Horde Piraten im Westen geschlossen. Wir müssen unsere Insel schnell wieder besiedeln, die Küsten sichern und dann über die See. Die See, die meine Heimat ist. Remigius sollte sich nicht zu sicher fühlen. Ja, wir haben zwei Inseln und wir dürfen S2 nicht verlieren an irgendwelche anderen. Ansonsten haben wir nämlich verloren. Die S1, die ist komplett abgeschnitten von allem. Da ich auch weiß, dass der PC keine Schiffe baut, um hier rüber zu kommen, ist die Insel S1 sowas von sicher. Wir müssen jetzt aber schleunigst zusehen, dass wir S2 besiedeln. Und dazu wählen wir jetzt mal, da wir hier auch genug Sachen rumliegen haben, Steinbrecher, eine Steinbruchhütte und einen Turm bauen und dann natürlich Holzfäller etc. pp. Das haben wir hier unten alles schon. Die Soldaten werden wir relativ schnell da rüber schaffen. Die brauchen wir nämlich nicht hier auf der Insel. Hier können wir das nämlich alles mit Pionieren machen. Jetzt brauchen wir bloß eine Werft.
Eisen schmelzen und so, ne? Dann bauen wir uns jetzt erstmal eine Werft. Bauen wir da oben hin. Eisenschmelze. Genau, bauen wir mal hier hin. Werkzeugschmiede ist nie verkehrt. Das sollte man immer zuerst bauen, sonst gehen einmal die Hammer aus irgendwann. Das ist schlecht. So, da war noch ein Soldat. Da ist nichts mehr. Wunderbar. Hier wieder zur anderen Insel. Hier wird schon fleißig gebaut. So. Schicke die Soldaten an die Grenze. Können die Grenze bewachen. Jetzt doch mal ein ungebetener Gast kommt. Damit wir ihn gleich in die Flucht schlagen können. Diese Werft. Hier wird schon planiert. Das erste Baumaterial wird auch schon hingeschafft. Das klappt also schon. Den Fürster würde ich gerne abreißen. Hier gibt es so viele Bäume auf der Karte. Das reicht lange, lange, lange Zeit aus. So, die Werft dürfte gleich alle Materialien haben, dass sie da, dass sie fertig gebaut werden kann. Zwei Steine noch, ein Stein noch. Und da ist der letzte. Passt. Genau, die Eisenschmelze hat auch schon genug. Die Werkzeugschmiede wird gerade planiert. Das klappt auch. Der Turm wird auch gebaut. Also es läuft. Ja, wir hier gleich ein bisschen mehr Gebiet. Auf die Schnelle gemacht. Dass wir uns hier auch ausbreiten können. So, und hier geht immer natürlich der stärkste Siedler rein, beziehungsweise der stärkste Soldat. Jetzt baue ich nochmal ein paar Türme. Da oben ist nämlich, Fels hätte ich beinahe gesagt, ein Berg. Da baue ich hier nochmal einen Turm hin, dass wir uns nochmal ein bisschen vergrößern können. Und jetzt natürlich auch ein Holzfäller und ein Sägewerk. Dass wir hier dann auch genug Holz auf der Karte finden. Was wir hier noch bauen können auf der anderen Seite, ist eine Anlegestelle. Da können wir nämlich Schiffe hin und her schicken. Wo ist die denn? Hier ist die. Die bauen wir mal hier oben hin. So, die Werft ist fertig. Dann brauchen wir als allererstes eine Baustelle festlegen. Das machen wir mal hier. Und dann wollen wir als allererstes eine Fähre bauen. Dafür brauchen wir, wird gerade nicht angezeigt, weil noch keiner drin ist, auf jeden Fall ein bisschen Holz und ein bisschen Eisen. 4 Holz und ein Eisen. Deswegen auch die Eisenschmelze. So, dann können wir eben schnell nochmal eine Fischerhütte bauen. Damit wir unsere Minen auch so ein bisschen füttern können. Und bauen wir hier hin. Das ist, sind Geologen. Wunderbar, die können wir hier noch Rohstoffen suchen. Wie sieht es oben aus? Ja. Läuft langsam. Da können wir aber als nächstes, wenn alles fertig ist, ein kleines Wohnhaus hinbauen. Das bauen wir mal hier hin. Der Turm ist gleich fertig. Cool. So, voll besetzen mit Bogen. Wenn wir Bogenschützen haben, müssen auch Bogenschützen reingehen. So, dann können wir nämlich auch nach Rohstoffen suchen lassen, forschen. Wie auch immer. Sind da, die können mal nach Eisen und Kohle forschen. Anlegestelle ist auch gleich fertig. Und die Fähre wird gebaut, da fehlt nur noch ein Eisen. So, hier ist Kohle.
Genau, hier wird schon Eisen produziert. Das ist super. Dann könnten wir... Bauen wir hier schon ein Wohnhaus? Nee, ne? Könnten wir hier auch mal ein Wohnhaus hinbauen. Dass wir mehr Träger kriegen. Bekommen haben, wie auch immer. Hier wird auch alles fleißig gebaut. So, jetzt haben wir eine Anlegestelle. Damit können wir Waren von dieser Insel auf die andere transportieren. Dafür legen wir auch mal wieder einen Punkt fest, wo die Schiffe festmachen können. Cool, die Werft hat schon das Eisen bekommen. Das ist super, dann können wir gleich die Soldaten rüber fähren, hätte ich mal gesagt, wenn die Fähre fertig ist. Mein Plan ist es nämlich, Eisen und Kohle auf die andere Insel zu frachten, hätte ich beinahe gesagt. Per Handelsschiff, so dass wir drüben schon die Soldaten ausbilden können und aus dieser Insel, es wird eine reine wirtschaftliche Insel, wo wir alles produzieren können, alles machen, etc. Weil hier greift uns, auf dieser Insel greift uns hier keiner an. So. Was fehlt denn? Zu wenig Träger, eindeutig. Okay. Das wird sich ändern. Hier unten ist auch Gold, das ist gut, dann kann ich euch das beim dieses Mal auch zeigen. Was passiert, wenn man Goldbarren herstellt? Du hast deine Fähre gleich fertig. Ja. Jetzt kommt das Eisen. Die Geologen haben irgendwas gefunden. Super, die Fähre ist fertig. Lassen wir die mal hier hinfahren. Dann bauen wir als nächstes ein Handelsschiff. Dafür brauchen wir 6 Bretter und ein Eisen. Das wir es doch hinkriegen, oder? Das Wohnhaus wird da auch gebaut. Dann können wir mal die Träger erhöhen. Umso mehr Träger, umso schneller läuft die ganze Schuse. Die Fähre ist nicht angekommen. Können wir die ersten Soldaten rüberfrachten. Da komm. Leg an. So, hier bitte auf die Fähre. Da gehen 6 oder 8 Leute oder so drauf. Jo, voll. Und einmal hier rüber. Ja, cool, da hast du jede Menge gefunden. Das ist schon mal gut. Du fängst schon Fisch, ne? Den Fisch bitte an die Kohlemine und an die Eisenmine, da wir noch kein Weizen haben. Beziehungsweise noch keinen Strom. So. Ja, ist angekommen. Einmal entladen. Und dann holst du noch die restlichen Leute mit rüber. Ja, wie viel waren das? 6, ne? 7. 7 Leute passen da drauf. So, dann haben wir schon mal die ersten paar Leute hier. Hier kommt man auch dahin. Der Turm ist gleich fertig. Das ist doch super. So. So, dann kann auch alles gebaut werden, bis auf das... Ja, das Wohnhaus braucht noch 8 Steine. Jetzt haben wir hier auch ein paar Leute mehr. Jetzt können wir hier mal ein paar Pioniere ausbilden, hätte ich beinahe gesagt. Ja, jetzt wird es auch angezeigt. Auf gegnerischem Gebiet kann man das nicht machen. Wir brauchen Pioniere. Am liebsten jede Menge davon. Umso schneller wird Land erobert, hätte ich beinahe gesagt. So, jetzt pioniert ihr bitte.
und erobert oder erweitert mein Land. Wunderbar. Bauen wir hier unten am besten noch ein Wohnhaus hin. Die Maus. Gut, bauen wir mal hier hin. Und jetzt versetzen sie natürlich die Punkte, was ja ideal für uns ist. So, was ist hier oben? Hier sind noch zu wenig Leute, aber der Turm ist auch fertig. Unsere Fähre ist ja noch da, ne? Können die letzten Soldaten mal eben schon rüber verfrachten. Wenn sie denn endlich einsteigen würden. Oder ist die Fähre nicht dicht genug dran? Jetzt? Ja. Jetzt nimmt sie die Soldaten auf. Na komm. Alle rauf. Passt. Einer fehlt. Ist egal. Und rüber. Hier unten sind sogar Steine nochmal. Da können wir doch nochmal eine Steinbruchhütte hinsetzen. Und wir können sogar einen zweiten Holzfäller bauen. Zack. Wunderbar, dann würde ich hier aber auch. Ne, Förster brauche ich nicht unbedingt. Ich kann ja auch zum Bäume von meiner anderen Insel hierher verfrachten. So, da gibt es die nächsten Soldaten. Die schicke ich mal hier unten an die Grenze, dass ihr die bewacht. Dann passt das. Das Handelsschiff wird gebaut. Das ist gut. Ich würde jetzt aber auch sagen, für diese Folge war es das wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.